Day One. Tag 1. Und somit herzlich willkommen zu einem weiteren Horror-Game-Montag. Schön, dass ihr wieder alle am Start seid, meine Freunde. Werden wir gerade wach? Wir spielen heute ein Horror-Game. Es wurde aus der Community empfohlen. Es ist schon ein bisschen älter und nennt sich Linger. Ja? Und jetzt muss ich einmal kurz Noise-Canceling machen. So, ich weiß nicht viel über das Spiel. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir anscheinend in irgendeinem Apartment sind, was wir gemietet haben. Und draußen ist ein Schneesturm. Ja? Das heißt, wir können aus diesem Grund leider nicht raus und müssen uns in diesem Apartment rumtreiben. Oh ja, wir hören den Schneesturm. Warum auch immer eine Klimaanlage an ist? Warum würde man eine Klimaanlage... Oh, okay, wir haben eine Taschenlampe. Warum würde man eine Klimaanlage anmachen? Es ist 12:35 Uhr. Wenn es draußen einen Schneesturm hat. Naja, vielleicht ist es auch nur eine Heizung. There's something written in this notebook. Read it. Es steht etwas in diesem Notebook. Lesen? Ja. Hey there. Thanks for staying in my apartment. I hope you enjoy your time here. Sadly, there is a really bad snowstorm going on outside and you'll have to stay locked in. But don't worry. It will be fine. Also, danke, dass du in meinem Apartment bist. Ich hoffe, du wirst die Zeit hier genießen. Draußen ist ein Schneesturm. Und du wirst jetzt leider hier drin eingesperrt sein. Aber mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Wie findest du das Apartment bis jetzt? Gefällt es dir? Geh in jeden Raum und check ebenfalls den, das Wohnzimmer, den Esstisch, die Küche. Der Ort ist wundervoll. Es hat so ein bisschen gewirkt, als wäre das so eine kleine Anleitung, was ich tun muss. Turn on TV. Okay, Fernseher geht auch nicht. Alles klar, ja, das... mach das Licht wieder an. Okay. Das ist halt so cool, gell? Das ist in Amerika... Es ist halt so normal, dass man immer einen begehbaren Kleiderschrank hat. Nices Schuhwerk, Bruder. Was ist das für eine Schuhgröße? 53 oder was? Holy moly. Naja, it is how it is. Machen wir mal die Tür hier auf. Hi. Das Lustige. A fire pit. Looks pretty warm. Ja. Ja. Ich würde mir das auch wünschen. Hier steht, ein schöner Kamin. Würde ich mir jetzt gerade auch wünschen bei den Temperaturen. Ja. Okay. Wir haben kein Spiegelbild. Aber das ist natürlich oft so. Ich habe gelesen, das Spiel wurde irgendwie in drei Tagen oder so fertiggestellt. Also es wurde ganz, ganz... das haben die relativ schnell fertig bekommen, das Game. Oh, ist aber eigentlich ganz schön hier. Bisschen komische Raumaufteilung, muss ich sagen. Überall diese Klimas. Hier hat jemand Schach gespielt. A Chessboard, never understood this game. Also, wer von euch versteht Schach? Wer von euch kann Schach spielen? Schreibt es in die... Boah, bin ich gerade voll erschrocken vor diesem Blumenstrauß. Schreibt es mal in die Kommentare, wer da Schach spielen kann. Ich glaube, das hat keinen Wert, dieses Telefon anzumachen. Hier ist ja alles hinüber. Wie dem auch sei. Nochmal ein Bad. Das ist halt cozy, gell? Wie gern ich da drin liegen würde. Also cooles. Ich nehme mal an, irgendwie ein Airbnb. Wenn das irgendwie so ein Apartment ist, weil ich kenne das selber so von Airbnb, dass da voll oft dann so ein kleines Gästebuch liegt. Okay. Ja, nichts Besonderes. Ja, ich hätte gesagt, wir machen jetzt mal das, was man uns beauftragt hat, sozusagen. Wir sollen uns hier den Esstisch anschauen. Schöner Esstisch. Wirkt die Flasche Wein nicht irgendwie extrem groß? In Relation? Irgendwie, keine Ahnung. Guck mal, die Flasche Wein ist einfach so lang wie die Stuhllehne. Boah. Okay, wir können nicht rausschauen. Hä? Junge, ich hab mich übel erschrocken, aber was zum... Hä? Ja, okay, ich glaube, das sollte so nicht sein. Ich habe mich gerade übel erschrocken, weil ich dachte, die ganze Tür bricht jetzt so weg. Okay, ich glaube, das sollte so nicht sein. Hier ist nochmal ein Raum. Ah, das ist... Okay, da geht's raus zum Balkon. Alles klar. Was haben wir hier so Schönes? Ein Kamin. Bis jetzt keine Ahnung, warum dieses Spiel gruselig sein soll. Warum würde man einen Ventilator anmachen, wenn es draußen so kalt ist? Ich verstehe das nicht. Geil, hier sind dieselben Schuhe wieder. Ja, ich habe die mir
Was war das? Okay, die geht nicht auf. Die ist. Irgendwie wird es immer so dunkel hier, wenn man sich eine Zeit lang irgendwas angeschaut hat. Angenehm. Was ist denn jetzt los? Oh, okay. Day 2, Tag 2. Alles klar. Immer noch Schneesturm, lass mich raten. Guten Morgen. Es ist wieder dieselbe Uhrzeit. Wir wachen immer zur selben Uhrzeit auf. Schaut mal hier. 12.35 Uhr schon wieder. Steht da jetzt was anderes drin? Ja. Okay. Hörst die Frequenzen von der Elektronik. Mach alle elektronischen Geräte im Apartment an. Okay. Ja. Okay, also alles muss an sein für ein paar Sekunden. Hey, ich will nicht mehr Gästebuch umblättern. Okay, dann machen wir alle elektronischen Geräte an. Den Fernseher. Was ist das? Achso. Dann vielleicht den Wecker. Ist ja schrecklich. Gab es hier elektronische Geräte? Nein. Aber wir machen einfach das, was man sich von uns wünscht. Versteht zwar immer noch nicht so ganz, warum das ein Horror-Game ist und was hier passieren soll, aber hey, seien wir mal nicht so ungeduldig und lassen uns einfach mal überraschen, was hier auf uns zukommt. Was hat das für einen Raum? Achso, das war der Whirlpool. Vor allem Whirlpool, gell? Okay. Das Telefon machen wir an. Es hört sich halt schrecklich an, aber wir machen einfach alles an, so wie man sich's wünscht von uns. Oh, und dann kommt bestimmt als nächstes irgendwie so eine Aufgabe, mach alle Lichter aus oder so, das könnte ich mir auch vorstellen. Radio. Kann ich noch irgendwas anmachen? Hä, aber die Uhrzeit, hier ist eine andere Uhrzeit. Okay, weird. Thanks for joining us on this episode. Like inside me, you got walls and a roof. Ready to arm. Okay. Hier gibt's einen Fernseher. Warum wird's... Oh, okay. Tag 3. Scheinbar haben wir schon wieder erfüllt, was man von uns wollte. Das ist doch gut. Guten Morgen wieder. Schönen guten Morgen. Das muss ja richtig, also ich weiß ja nicht. Das muss ja grausam sein, die ganze Zeit hier. Now that you have experienced the frequencies, follow the next step to become one with them. Oh, Junge, ich hab's gecallt. Ich hab's gerade noch gesagt, wir müssen die Lichter ausmachen. Turn off all the lights in the apartment, head to the living room and turn on the TV. Then stare at it to begin the process. This will only work if all the lights are turned off. The apartment must be pitch black. Oh, okay. Also, alle Lichter ausmachen im Apartment, dann ins Wohnzimmer und dann den Fernseher anmachen und diesen dann anschauen. Oh mein Gott, okay. Turn off light, turn off light. Ich würde mal jetzt die Taschenlampe anmachen. Turn off light. Ist da drin? Turn off light. Okay. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Ich mag so dunkle Sachen nicht. Okay, hier ist auch das Licht aus. Aber was soll schon passieren? Das ist das Wohnzimmer? Nee, das war das Arbeitszimmer. Wir machen einfach überall die Lichter aus. Licht aus. Jo, passt. Okay. Wie ist es bei euch zu Hause? Habt ihr einen Lichtschalter, der im Bad ist, um euer Licht im Bad an- und auszumachen? Oder ist der Lichtschalter bei euch auch draußen, um das Licht für den Raum auszumachen? Aber bei mir ist im Raum. Mag ich persönlich auch mehr. Aber das ist ja überall anders, deswegen frage ich.
Okay, Licht ist auch aus. Licht ist aus. Da sind noch Lichter. Wie kriegen wir die aus? Vielleicht das. Nee, das ist für hier. Weiß nicht. Muss ja eigentlich alles aus sein, hieß es. Oder zählt das hier nicht mit rein? Diese Lampen hier in der Küche. Ja, vielleicht. Ah, doch, hier. Nee, das ist nur ein. Ah, doch. Turn off light. Turn off light. Selbst so kleine Schalter gibt es hier, da muss man richtig gucken. Ja, die kriege ich wahrscheinlich nicht aus. Die sind standardgemäß wahrscheinlich echt an. Ist hier noch. Ah, hier sind noch Lichter, aber die gehen wahrscheinlich auch nicht aus, oder? Doch, natürlich. Ach, warum hinterfrage ich überhaupt? So, das auch aus. Wie das in der Küche ausgeht, weiß ich halt nicht. Genauso wie das hier. Oder muss ich da einfach rangehen? Ja, muss ich. Okay. Warum ist hier noch Licht an? Hä, haben wir das hier nicht ausgemacht? Wo ist der Lichtschalter dafür? Turn on. Hä? Sicher, dass wir das nicht. Ich war der Meinung, wir haben alle hier oben ausge. Ah, hier ist der Lichtschalter. Ich glaube, wir haben es nicht gemacht. Okay, jetzt ist aber wirklich alles dunkel, oder? Ja, jetzt ist alles dunkel und es gefällt mir gar nicht. Nur die hier müssen wir noch irgendwie ausbekommen. Weil ich glaube, die müssen auch noch aus. Oder gehen die gern? Ah, hier. Okay, jetzt ist wirklich alles aus. Ich mag's nicht. Ich mag's absolut nicht. Ja gut, machen wir das Licht hier an. Und starren einfach auf den Bildschirm. So wie es hieß. Uah! Okay. Alter, das ist so auf The Ring gemacht, oder was? Oder der Airbnb-Besitzer hatte uns da noch einen Horrorfilm im DVD-Player drin gelassen. Ah, warum ist die Tür aufgegangen? Oh nein, ich hasse sowas. Hallo? Das machst du alles gut. A friend will be calling in a couple of minutes. Make sure to pick up the phone in the study room and listen carefully. It's only a matter of time. Was? Okay, also es wird gleich ein Freund anrufen. Wir sollen ins Arbeitszimmer und gut zuhören. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie uns besucht. Okay. Ich bin ehrlich, ich will nicht besucht werden. Hey! Ja? Hallo? Nicht unbedingt die Art von Telefonaten, die ich gerne führe. Es ist wirklich wie The Ring. Oh mein Gott, warum ist jetzt das ganze Licht aus? Ah! Hey, chill mal. Jetzt fühle ich mich unwohl. Ich habe eine Tür gehört. Natürlich gehen die verdammten Lichter nicht. There are three things that don't belong in this apartment. Search thoroughly and try running them on. Try turning them on. She's getting closer. Can you feel her? Okay. Wie geht es weg? Also es. Es befinden sich drei Dinge im Apartment, die vorher nicht da waren. Die müssen wir. Ja, das hier.
Okay. Es befinden sich drei Dinge im Apartment. Hey! Was muss ich denn damit machen? Muss ich die einfach nur anschauen? Three things that don't belong in this apartment, search thoroughly and try turning them on. Okay, wir müssen die anmachen. Wer macht hier schon wieder eine Tür auf und zu, ha? Huh? Von wie soll ich das anmachen? Okay, keine Ahnung. Lassen wir es einfach mal. Hallo? Sollen. Ah, warum ist denn jetzt hier die Tür offen? Muss ich das anmachen? Wie soll ich denn. Lass es. Okay. Wir lassen uns davon einfach nicht distracten und ich drehe noch im Rad, gell? Hier geht alles. Mann! Okay, ich drehe durch. Das ist schon wieder so eins von diesen Psycho-Horror-Games, die einen einfach nur wahnsinnig machen. Hier ist schon wieder so eine Kiste. Okay, kein Problem für mich. Wird es dann so sein wie bei The Ring, dass die am siebten Tag kommt und uns einfach kalt macht oder was? Ich fühle mich absolut unwohl. Das Game hat doch so cozy angefangen. Warum muss es denn jetzt so unfair sein? I don't like this. Okay. Okay, keine Ahnung. Sechster Tag. Ganz verwirrend bis jetzt. Okay, was passiert jetzt? Wir wachen auf. Ach, der Fernseher ist wieder an. Na super. Sie ist nicht mehr da, wo wir sie gesehen haben. Leute, ich glaube, wir kriegen Besuch. Oder haben bereits Besuch. Was ist die Aufgabe? Oh nein. Oh nein, ich kann mir ganz genau vorstellen, was jetzt passieren wird. Also, meine Augen. Sie hat sie mir weggenommen. Sie mag es nicht, wenn man sie anschaut. Meine Augen sind irgendwo in diesem Haus. Lass sie nicht zu nahe kommen. Bitte nicht, ich hasse sowas. Ich hasse sowas so sehr. Ist sie jetzt im Haus, oder was? Direkt ein Bildschirm. Es ist der Fernseher. Bruder, wo sind deine Augen? Nein! Okay, okay. Ey, chill mal, das ist echt uncool. Okay. Okay. Nein, ich hasse sowas, ich hasse sowas. Bitte sag nicht, die kommt hier rein. Sie ist weg. Oder nicht? Oh, ich hasse sowas. Wo sind denn deine Augen? Ah, sie kommt wirklich hier rein. Warte, warte. Chill. Chill. Oh, sie ist weg. Junge, ich hab so schwitzige Hände. Wo sind denn die Augen von dem Mann? Etwa hier? Da ist eins! Eins fehlt dann quasi noch, huh? Ich hasse solche Games. Oh, da ist sie! Halt!
Ja. Ah. Sie kommt. Ah, sie kommt. Bitte mach nichts. Chill doch einfach. Ist sie weg? Oh. Ich glaube, ich höre sie. Okay, sie ist gerade nicht mehr da. Sie ist gerade nicht mehr da. Okay, wo ist das Auge? Und wo ist sie? Ich suche nur das zweite Auge. Mehr ist es nicht. Ich will nur ein Auge finden. Oh, sie kommt. Okay. Hey, chill, 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 chill. Hier ist ein bisschen unfair, weil es hier so dunkel ist. Okay, es bringt nichts. Ich kann das Licht hier nicht anmachen. Sorry, wenn ich mich hier gerade so hektisch bewege. Ich habe absolut... Da ist es. Ich habe absolute Panik. Ist jetzt zu Ende? Oh, ja, ist es. Oh, sorry. Ich habe übelst die Panik gerade geschoben. Junge, Junge. Oh, ich hab so schwitzige Handys, ey. Tag 7 ist doch safe der letzte. Das ist doch voll an The Ring angelehnt. Wenn der The Ring Horrorfilm ein Spiel hätte. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, bitte? Wer klopft da? Hallo? Hey, chill mal. Mach mal dieses Licht wieder an. Was? Ob ich will oder nicht, ne? Ich muss hier durch wahrscheinlich. Warum sollte ich das freiwillig tun? I don't like this. I don't like this. Ich kann nicht so schnell zurück. Sie ist weg. Oh, sie wartet an der Tür. Es gibt kein Zurück. Oh, jetzt schiebt aber die jetzt kickt die Paranoia aber richtig. Nein. Wir sind stuck. Okay, ich gehe wieder zurück. Boah, Junge, wenn ihr keine Kopfhörer im Ohr habt, macht euch Kopfhörer ins Ohr. Und schaut das Video nochmal, das ist ja insane. Die Geräuschkulisse gerade. Holy moly. Ich muss zu ihr, oder was? Ich habe gar keine andere Wahl. Jetzt ist sie da. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Hallo. Nicht küssen. Nicht küssen. Okay. Jetzt verschwinde. Einen einzigen Kuss hast du bekommen. Oh, das Spiel ist zu Ende. Okay. Das Spiel ist zu Ende und geht einfach alles. Du kommst einfach auf den Desktop. Ja, Freunde, das war's mit Linger. Voll cool. Also wirklich, wenn das Spiel wirklich so schnell gemacht wurde von so einem kleinen Entwicklerteam, eigentlich ganz cool gemacht. Auch von den Animationen her fand ich es echt nicht schlecht. Hat Spaß gemacht. Danke für den Tipp auf jeden Fall. War ein kleines, gruseliges Horror-Game, was sich natürlich extrem von dem Horrorfilm The Ring hat inspirieren lassen. Ich denke, das war ja offensichtlich mit dem Mädel, die aus dem Fernsehen rauskommt. Nach 7 Tagen werden wir halt geschnappt und so. War aber trotzdem ganz cool, weil ich habe noch nie ein Spiel zu dem Horrorfilm The Ring oder was zumindest von dem Horrorfilm inspiriert war, gespielt. Das haben wir heute getan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, welches Game wir als nächstes zocken sollen. Und gibt es aktuell irgendwelche Horror-Games, die vielleicht ein bisschen länger gehen sogar? Also wo man mehrere Teile draus machen kann, weil ich habe aktuell gar nichts auf dem Schirm. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, mir macht es gerade total Spaß, immer diese
diesen Horror-Game-Montag, wo wir wirklich immer kurze Horror-Games zocken, die halt immer für eine Episode sind und dann in der darauffolgenden Woche ein anderes Horror-Game, weil so ist immer für jeden was dabei. Ich persönlich find's cool. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich liebe euch über alles. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Kahn, Lara, Anna Roth, Roy, Delta, Tim Lederleitner, Daisy, Marlene Tillmann, Jessica Krug, Ian The One, Sotuns, René, Kerni23, Selina, Rebecca, Annika K., Alexandra Gerstmann, Kim, Flauschviech, Vanessa, Mark16, S. Zipkibil, Babel Daya, Linta, Firehead1999, Andreas Schuster, Beatrice Rebecca, THPRY, Lauren, René Kote, Steven Kuch, Jessica, Oliver, King Amüsa, Magdalena Kandler, Lukas Borziskowski, Strubbelhaar, Kim S., Mandy172, FJ Mountain, Anna Rose, Christopher Schmale, Diaboli666, Jenny Steffel, Mr. Passo, Maria Pantu, Jules F. Mew, Denner, Tina Karaman, Stephen Lead, John Jokes, Justin Richter, Jen Jen, Steffi, Kinga1613, Lea, Brody's Rainbow, Sven Schulz, Verena Alberer, RexyTV, Alina Eisentraut, Madia, Chiyoko Vani, Totti Botti, Enga, Xenia, Mira Jane, Pyrojan95, Kai, Dapassi, Santyuki, Zephirau, Mike Luzin, Patrick und Jenny 2017, Bibi Spooky, Gamer Girl und Yuna Daluna. An dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für euren Support.